beide Mannschaften ein wichtiges Spiel, das wissen wir. Das ist ein besonderes Spiel. Ein Derby sind immer besondere Gesetze wie im Pokal. Also im Moment ist Rapid ja, man muss sagen, Tabellenerste. Wir sind Tabellenzweiter. Es ist ein wunderbares Derby. Wann war es das letzte Mal, dass der Erste gegen den Zweiten im Derby spielen konnte? Also die Voraussetzungen für ein tolles Spiel sind gegeben. Wir wissen, dass Rapid im Moment sehr, sehr gut drauf ist, dass wir aber uns nicht verstecken müssen in dem Derby. Wir auch in den drei Spielen gezeigt haben, dass wir Moral haben, dass wir Spiele gewinnen wollen unbedingt, auch nach einem Rückschlag, auch nach einem Mann weniger, zeigt, dass wir auch auf einem guten Wege sind mit dem Team. Trotzdem haben wir, wie ich auch schon in den letzten Spielen gesagt habe, viel Arbeit noch vor uns. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Aber in einem Derby kann halt jeder gewinnen. Wir wollen unsere Chance wahrnehmen, auch wenn Rapid im Moment da wirklich hervorragende Arbeit leistet, auch für die Punkte, für Österreich, für Europa. Das haben wir vor 2 Jahren ja auch gemacht. Und ich freue mich auf dieses Derby. Ich muss sagen, dass es schon zu sehen ist, dass Rapid im Moment voraus ist. Von den Möglichkeiten her, von den Leistungen her, wir haben auch überragende Europapokal gespielt. Aber trotzdem, das wissen wir aus den Erfahrungen in den Davis, Außenseiter oder Favoritenrolle gibt es eigentlich nicht. Und man kann dann vor einem Spiel, wie diesem großen Spiel, alle Bilanzen wegschmeißen. Wir haben großes Vertrauen in unsere Mannschaft. Die hat das auch schon zurückgezahlt, dieses Vertrauen, in einem nicht so guten Spiel in Grödig und trotzdem bei 0-2 und einem Mann weniger noch ausgeglichen. Und darin sehen wir, dass wir die richtige Mischung gefunden haben und werden morgen sicher bestens vorbereitet in das Spiel gehen. Ich weiß auch, was es bedeutet für Fans, ein Derby zu verlieren oder besser gesagt, wenn man nicht alles gibt, das ist ja das Wichtigste. Man muss alles geben am Ende und dann darf man auch Spiele verlieren, aber im Derby ist natürlich klar, verlieren ist nicht und deswegen wollen wir dafür auch alles tun, dass unsere Fans zufrieden nach Hause gehen. Es wird so wie jedes Derby, glaube ich, ein heißer Tanz werden. Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Wir wollen dann natürlich auch zeigen, dass wir eine Qualität haben und ich glaube, das wird speziell auch für alle neuen Spieler, die noch nie ein Derby mitgemacht haben und das sind ja mittlerweile schon einige, die neu kommen, sind ein ganz besonderes Spiel und ich werde mit denen, glaube ich, heute auch noch mal kurz reden und werde sagen, sie sollen das einfach mal genießen, die Stimmung, die beim Derby herrscht, weil das ist, glaube ich, auch international nicht immer so gang und gäbe, dass es dann so eine Stimmung gibt. Na, ich hoffe darauf oder ich vertraue meinem Team, dass sie ihre Leistung bringt. Und wenn wir unsere Leistung bringen, dann brauchen wir uns vor Rapid nicht verstecken, ohne Dinge hier heute anheizen zu wollen. Wir wissen, dass wir auch Stärken haben im Team, dass wir Schnelligkeit haben, dass wir gute Fußballer im Team haben, dass wir den Ball halten können, dass wir gut kontern können. Also wir haben alle Facetten, die ein Spiel braucht, haben wir. Natürlich hat Rapid auch die ein oder andere schlechte Halbzeit gespielt. Wir hoffen einfach darauf, dass wir sie zu Fehlern zwingen. Also nicht hoffen darauf, sondern wir versuchen das. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist nach den Vorfällen des letzten Jahres, Sicherheit ist natürlich auch bei diesem Derby groß geschrieben. Es wurde im Vorfeld wieder viel gemeinsam von den Clubs gemacht und hier mit der Polizei. Rapid hat den Auswärtssektor, es gibt keine Vorbelastungen mehr, also alle Strafen sind im letzten Jahr ausgelaufen nach den unrühmlichen Vorfällen im letzten November. Das heißt, der Gästesektor ist natürlich voll, aber auch die Austertribüne ist voll. Wir freuen uns auf ein Fußballfest. Das Stadion wird natürlich ab heute entsprechend bewacht. Es wird morgen strenge Kontrollen geben, daher bitte auch um frühe Anreise. Und wir wollen uns wirklich auf den Fußball konzentrieren können und ein Fußballfest feiern mit dieser tollen Konstellation in der Tabelle. Kevin macht gute Arbeit in der ersten Woche, hat ihm noch ein bisschen gefehlt an der Fitness, aber er wird immer besser. Aber trotzdem, Kevin ist ein Spieler, der topfit sein muss, um wirklich seine Leistung zu bringen. Wir überlegen, ob er dann vielleicht nochmal von der Bank kommt oder ihn auch von Anfang an bringen können. Er hat sicherlich gezeigt, dass er dieses Spiel umbiegen wollte, dass er da ist, wenn man ihn braucht. Und Tore, auch wenn es ein Eigentor war, fallen ja nicht von alleine, sondern man muss sie erzwingen und das hat er in dem Moment. Wir haben mit 10 Mann auch Pressing gespielt und haben dann das Spiel gedreht und mit ihm. Und er war ausschlaggebend natürlich dafür auch, als er reingekommen ist,
mit seiner Ausstrahlung. Man kriegt natürlich schon die Szenen mit, die er in den Spielen gezeigt hat, aber jetzt irgendwie sich speziell darauf vorzubereiten, mache ich generell nicht. Das mache ich weder beim Verein noch bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, da wird man sich auch zu sehr verrückt machen. Man weiß natürlich die Besonderheiten, die jeder Spieler hat, und dann versucht man das so umzusetzen. Sicherlich ist es ein anderes Spiel als gegen Grödig für uns. Also Grödig war klar, wenn wir unsere taktischen Mittel nehmen oder sie auch ausspielen, dass sie sehr defensiv, dass sie immer weiter in die Defensive gedrängt werden, das ist auch klar, und dass es dann wenig Räume gibt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unser Spiel rüberbringen. Rapid schaut, dass sie ihr Spiel rüberbringt, auch im Ballbesitz. Aber wir müssen auch schnell nach vorne spielen. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, wird das ein anderes Spiel als gegen Grödig. Ich gehe davon aus, dass der Ballbesitz circa gleich sein wird. Kommt aber auch immer darauf an, wie der Spielstand ist. Wenn eine Mannschaft 2-0 führt, wird er sicherlich etwas defensiver wieder spielen. Also, im Grunde genommen 50-50. Ballbesitz. Natürlich ist das Wetter immer wieder ein Thema, aber wie gesagt, die Mannschaften trainieren und spielen ja jetzt schon seit Wochen bei diesem Wetter, sollten sich mehr daran oder an das Wetter gewöhnt haben. Auf der Bank war es ein bisschen heiß, muss ich sagen. Aber schöner ist es natürlich, man spielt am Abend, aber es geht ja meistens nicht. Da geht es um TV-Rechte, Übertragungen und so weiter. Da kann man ja einfach spielen, wann man will. Das wissen wir auch. Und beide Mannschaften haben die gleiche Konstellation. Wir haben auch zwei sehr schnelle Spieler außen. Wir haben zwei flinke Spieler außen. Auch Koch hat mehrmals schon gute Spieler ausgeschaltet. Und Marcinko zeigt im Zweikampf hervorragende Zweikampfwerte. Und ich glaube, dass wir da gegen diese beiden auch gut gerüstet sind, haben gute Leute dort und können aber auch was nach vorne machen über diese Außenposition, so dass sie auch was machen müssen in der Defensive. Das wollen wir dann ausnutzen. Neben dem großen Spiel gegen Rapid und der Tabellenkonstellation freuen wir uns ganz besonders, dass wir morgen unserem Jahrhundert-Fußballer, nicht nur des ÖFB, sondern auch der Austria, dem Herbert Prohaska, der am letzten Samstag seinen runden Geburtstag gefeiert hat, einen würdigen Rahmen bieten können. Einerseits wird es eine Sonderausstellung geben in unserem Museum ab morgen, die wird um 18 Uhr eröffnet.